Herzlich willkommen zum Race Briefing der Bewerbe am Samstag im Rahmen des 12. Drummer Triathlons. Das ist die Supersprintdistanz und die Sprintdistanz. Vorab die Information zur Covid-Prävention bzw. zur Startnummernabholung. Alle Teilnehmerinnen müssen die 3G-Regel beachten und eine Bestätigung erbringen, dass sie entweder genesen, geimpft oder getestet sind. Das macht ihr bitte im Covid-Zentrum. Zusätzlich müsst ihr eine Einverständniserklärung unterschrieben mitbringen und nur so könnt ihr dann eure Akkreditierung bekommen, dass ihr eure Startnummer im Wettkampfbüro abholt. Dabei ist indoor eine Maske zu tragen und nur so könnt ihr eure Startunterlagen abholen. Wichtig ist auch dabei, dass ihr die österreichische Tageslizenz entweder schon gelöst habt oder solltet ihr die österreichische ÖTRV-Jahreslizenz nicht haben, diese Tageslizenz vor Ort nachkaufen müsst. Ein wichtiger Hinweis auch noch zur Covid-Testung vor Ort: solltet ihr die 3G-Regeln nicht selbst bestätigen können, dann besteht in Ausnahmefällen die Möglichkeit, den Covid-Test bei uns vor Ort durchzuführen. Zum Check-in in der Wechselzone ist zu beachten, dass hier ein Einbahnsystem implementiert wurde. Das heißt, die Supersprintdistanz checkt an einem anderen Eingang ein als die Sprintdistanz. Also wir haben hier zwei verschiedene Eingänge. Der Ausgang für den Check-in ist dasselbe. Und das Gleiche gilt dann auch für den Check-out. Das heißt, ihr geht über den Eingang in den Checkout in die Wechselzone hinein und verlasst über den Ausgang für euren Bewerb dann die Wechselzone für den Checkout. Ganz wichtig, alle Informationen zu den einzelnen Bewerben mit Distanzen, Beschreibung etc. findet ihr in diesem Race-Magazin. Das wird in eurem Startpaket beigelegt und hier habt ihr im Detail beschrieben, gleichzeitig auch auf der Webseite, wie der Wettkampf für euch ablaufen wird. Ich begrüße an dieser Stelle Helmut Baller, den Vertreter des österreichischen Triathlonverbandes. Er wird euch das Reglement erklären und wir beginnen mit der Wechselzone. Liebe Athleten, liebe Athletinnen, herzlich willkommen in Obertrum. Seitens des ÖTRV möchte ich euch herzlich begrüßen in Obertrum. Eins vorab: für das Verbot, für die Pflicht und für die Erlaubnis, Schwimmanzüge zu tragen, wird am Donnerstag durch Sepp Gruber bekannt gegeben. Der Eintritt für die Athleten in die Wechselzone ist nur mit dem gültigen Armband bzw. dem Pablo-Armband, also zwei Armbänder. Vor Eintritt in die Wechselzone müssen die Helme mit geschlossenen Kiemenriemen am Kopf getragen werden. Keine ersichtlichen Schäden, das Prüfzeichen und die Startnummern-Sticker müssen angebracht sein. Das Rad mit der Radnummer sowie die Körperstartnummer am vorgesehenen Radplatz abstellen. Radhelm mit geöffneten Kindriemen am Rad. Die Radschuhe können eingeklickt sein. Startnummer und Laufutensilien bitte am Wechselplatz. Sepp, bitte, wir gehen zum Schwimmen. Der Schwimmstart erfolgt hier im Strandbad Eutner. Der Zugang ist in der Nähe der Wechselzone und der Bereich der Teilnehmer ist von den übrigen Badegästen abgesperrt. Also bitte nur die Teilnehmer in den Startbereich gehen. Ganz wichtig, wir haben verschiedene Startwellen eingeteilt. Es gibt ein Zeitfenster für das Einschwimmen. Nach dem Einschwimmen bitte den Startbereich verlassen und dann muss jede Startwelle über die Zeitmessmatte gehen und quasi sich selbst für den Start registrieren, das Wasser betreten und bis an die Startlinie vorschwimmen. Erst wenn die vorherige Startwelle gestartet ist, darf die nächste Startwelle die Erfassungslinie passieren und wieder in den Startbereich nach vorgehen. Der Schwimmstart ist eine Startlinie, das heißt unter dieser Linie bzw. dahinter nehmt ihr Aufstellung. Und das ist soweit zum Start von der Schwimmstrecke. Sowohl für die Supersprintdistanz als auch für die Sprintdistanz sind die Bojen
nach rechts zu umschwimmen. Das heißt, quasi immer die Boje auf der rechten Seite lassen und in der Rechtskurve umschwimmen. Und dann hier auf der linken Seite von uns jetzt gesehen ist dann der Wasserausstieg. Und schon seid ihr aus dem Wasser heraus und ihr lauft hinauf in die Wechselzone. Josef, danke. Bei der Sprintdistanz ist eine Runde zu schwimmen mit 750 Meter. Auf der Radstrecke sind zwei Runden zu absolvieren mit einer Gesamtlänge von 25,4 Kilometer sowie zwei Runden Lauf mit einer Länge von 5,2 Kilometer. Super Sprint. Eine Runde wird geschwommen mit 250 Meter Länge, eine Runde mit Rad mit 12,5 Kilometer Gesamtlänge sowie eine Runde mit Lauf mit 2,5 Kilometer. Geschwommen wird im Uhrzeigersinn, das Sepp ist schon erklärt. Wichtig, von links nach rechts, also die Boje bleibt immer auf der rechten Schulter. Beim Schwimmen, was ist erlaubt, was ist verboten? Ich glaube, die Regeln brauche ich nicht mehr erklären. Wichtig ist der Chip am Fuß und der Startschuss ist ein Kanonenschuss. Der wird hinter mir abgegeben von einem Prangerschützen. Wie es bei uns Tradition ist. Genau. Für die Radstrecke ist noch zu erwähnen, dass jetzt, wenn ihr aus dem Ort rausfährt, einige scharfe 90-Grad-Kurven gibt. Also bitte da im ersten Abschnitt einfach noch ruhig fahren, findet eure Position auf dem Rad und kommt nicht in eine übertriebene Stresssituation. Erst wenn ihr dann die Gerade bei der Landesberufsschule genommen habt, dann könnt ihr richtig andrücken, dann beginnt das eigentliche Radfahren. Also bitte passt auf. Wenn ihr dann in die Ortschaft Mödelham kommt, dann gibt es eine scharfe Rechtskurve und beim Wieserwirt gibt es eine steile Abfahrt, die dann in einen Wald endet. Also da habt ihr einen Lichtschattenwechsel. Auch hier in diesem Bereich aufpassen. Und natürlich dann ganz wichtig, die Abfahrt hier herunter wieder in die Ortschaft nach Obertrum am See. Die ist steil. Bitte passt auch auf, sollte es regnen, dann wird es hier rutschig. Also da lieber Tempo rausnehmen. Die Teilnehmer der Supersprintdistanz, wenn sie dann ins Ortszentrum reinkommen, biegen dann gleich links ab wieder in die Wechselzone. Und die Teilnehmer der Sprintdistanz müssen dann bei der Gemeinde wieder nach rechts auf die zweite Runde abbiegen und haben dann die Radstrecke absolviert. Also da gibt es einige Gefahrenpunkte auf der Radstrecke. Wichtig, auch aufgrund der Covid-Situation, es gibt am Samstag keine Labestationen. Weder bei der Supersprintdistanz noch bei der Sprintdistanz keine Labestationen. Also bitte selbst versorgen und so schafft ihr es dann auch gut über die Laufstrecke dann ins Ziel. Gut, liebe Athleten, nach dem Wasserausstieg läufst du in die Wechselzone, nimm den Radhelm auf, den Kinnriemen schließen, die Körperstartnummer nach hinten und du begibst dich auf die Radstrecke. Und zwar schiebend durch die Wechselzone bis zur Aufstiegslinie. Bei Verstößen in der Wechselzone bzw. Aufstiegslinie, Abstiegslinie bekommst du eine gelbe Karte, wenn du erwischt wirst. Das bedeutet für dich 10 Sekunden Penalty-Time. Die Strafe ist anzutreten in der Penalty-Box auf der Laufstrecke. In dem Bereich der Penalty-Box ist ein Penalty-Board aufgestellt. Wenn du dort auf diesem Penalty-Board deine Startnummer findest, gehe selbstständig in die Penalty-Box und sitze deine Strafe ab. Trittst du die Strafe nicht vor dem Zieleinlauf ab, wirst du disqualifiziert. Wichtig auf der Radstrecke: Es gilt die Straßenverkehrsordnung, das heißt Rechtsfahrgebot. Ebenso ist das Windschattenfahren verboten. Bei einigen Straßenabschnitten gibt es Aerolenkerverbot. Windschattenverbot heißt, vom Vordermann zur Vorderfrau bzw. einen Abstand von 12 Meter einzuhalten, bitte. Sollte ein Athlet beim Windschattenfahrer sowie beim Aerolenkerverbot erwischt werden und sich nicht korrekt verhalten, wird er mit einer blauen Karte bestraft. Die blaue Karte bedeutet für dich eine Strafe in der Penaltybox Rad. Die Penaltybox Rad befindet sich im Eingang der Wechselzone. Du bist selber verantwortlich, wenn du in die Penaltybox kommst. Beim Antritt deiner Strafe
gibst du auch die Anzahl deiner erhaltenen blauen Karte bekannt. Penalty Time ist für dich eine Minute. Erst nach dem Kommando Go darfst du die Penalty Box wieder verlassen, beziehungsweise du darfst wieder auf die Laufstrecke, nein, die Wechselzone. Josef. Ja, bei der Laufstrecke ist zu sagen, die ist abgesichert, führt am Anfang entlang der Radstrecke. Ihr läuft bis zur Landesberufsschule vor, biegt dann links ab, kommt dann ins Gewerbegebiet und vom Gewerbegebiet führt die Laufstrecke wieder zurück nach Obertrum am See in das Ortszentrum. Dort gibt es noch eine kleine Schleife zu laufen durch das Braugelände der Trummer Privatbrauerei und dann hört ihr schon den Zielbereich, entweder so wie die Teilnehmer der Supersprintdistanz könnt ihr dann gleich direkt in das Ziel laufen. Die Teilnehmer der Sprintdistanz passieren einmal den Wendepunkt, laufen hinter dem Schulkomplex noch einmal Richtung Sportplätze, begeben sich dann auf die zweite Runde und wenn die dann absolviert ist, dürfen sie im Zielbereich dann geradeaus ins Ziel laufen. Beim Laufen ist natürlich auch das Reglement zu beachten. Nach dem Laufen bitte vor der Abstiegslinie absteigen, mit Helm und geschlossenen Kinnriemen das Rad auf deinen Radplatz einhalten und den Helm ablegen, die Startnummer nach vorne, Laufschuhe anziehen und auf den Laufkurs. Auf den Laufkurs ist eine Verpflegungsstelle, nein, ist keine Verpflegungsstelle eingerichtet, danke. Wichtig auf den Laufstuhl, das Betreuen bzw. das Nachlaufen von außerstehenden Elternteile oder Trainers ist nicht gestattet. Zieleinlauf, bitte keine gemeinsamen Zieleinläufe, keine längeren Aufenthalte. Das nächste sind dann bitte die Staffeln. Auch hier gilt dasselbe Reglement, wie es jetzt bekannt gegeben wurde. Nur bei den Staffeln auf der Sprintdistanz gibt es eine Änderung, die ich dann an Sepp bitte geben würde, wie das ablaufen soll. Das mache ich sehr gerne, Herr Helmut, und zwar erfolgt bei den Staffeln keine direkte Übergabe. Jeder Staffelteilnehmer hat seinen eigenen Zeitnehmungschip und in einem Bereich, den der vorherige Teilnehmer betritt, erst dann darf dann der nächste Teilnehmer diesen Bereich verlassen und so erfolgt dann die kontaktlose Staffelübergabe. Also das ist ganz wichtig bei der Staffel zu beachten. Ansonsten gilt für die Staffel Radfahrer, Schwimmer und Läufer natürlich dasselbe Reglement und natürlich auch dieselben Sanktionen, sei es jetzt auch Zeitstrafen, welcher Art auch immer. Wenn ihr dann ins Ziel eingelaufen seid, das betrifft jetzt wieder alle Teilnehmerinnen, dann bekommt ihr dort eure Finisher-Medaille und ihr müsst den Zeitnehmungschip wieder zurückgeben. Die Staffelteilnehmer geben bitte ihren Zeitnehmungschip in der Wechselzone beim Checkout zurück. Bei der Zielversorgung gibt es für euch einen Self-Service-Bereich, das heißt, den betretet ihr. Ihr könnt euch dann selbst Getränke und Speisen nehmen, die ihr mitnehmen wollt und ihr konsumiert diese Sachen dann außerhalb der Zielversorgung. Das wäre soweit von der organisatorischen Seite. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem Wettkampf, viel Spaß dabei und kommt alle gut und sicher und gesund ins Ziel. Seitens auch von mir, ich wünsche euch alles Gute, kommt alle gesund ins Ziel. Wir sehen uns an der Ziellinie. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke.